Wer hätte das gedacht? Und damit. Was? Wer hätte das gedacht? Ui, ich bin aber ziemlich laut. Wer hätte das gedacht? Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ich muss mal gerade gucken, das ist ja fürchterlich laut manchmal hier. Ich glaube, die kann ich mal rausmachen. So. Und damit, ja, willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, wer hätte das gedacht? Wir sind in Kristall 2 geblieben hier beim Clan Totus Bande. War eine doofe Woche, muss ich wirklich sagen. Nämlich nur Hit-Up. Die ganze Woche wirklich nur Hit-Up-Woche. Trotzdem haben wir immerhin zwei Clankriege gewonnen und sind eigentlich hier super, super Vierter geworden. Also die ganze Woche war hier auch eigentlich sehr, sehr spannend. Denn es hat alles hier für uns, sage ich mal, zwischen dem sechsten und dem zweiten Platz hätte passen können. Allerdings am Ende fehlte uns dann so ein bisschen die Ausdauer und beziehungsweise uns fehlten dann einfach so ein paar Sterne. Aber ich glaube, das ist auch nicht schlimm, da ärgert sich auch niemand mehr drüber. Ich habe hier mit Chefko auch mal gedreiert, okay. Da ärgert sich auch niemand mehr drüber, denn es war schon, diese Liga-Woche, ich weiß nicht, wie es euch erging, Leute, aber die Liga-Woche, die war bei mir so, die fühlte sich an wie 3 Wochen, aber es war trotzdem nur 1 Woche. Aber ich hatte irgendwie das Gefühl, das sind 3 Wochen, die jetzt gerade an mir vorbeigehen. Und lag aber wahrscheinlich damit zusammen, dass auch in dieser Woche dann, da lag zweimal Clanstadt auch zwischen, meine ich, ne? Also ist schon ziemlich heftig gewesen und aber war am Ende dennoch ein cooles Ding. Ich habe keinen einzigen Angriff verpasst, also auch mal sehr, sehr selten, muss ich sagen, dass ich wirklich alle meine Charaktere hier durchgeschleust habe durch die Erzeschlacht. Und was ja auch nicht, sage ich mal, so üblich bei mir, ab und zu verpenne ich ja gerne mal einen Angriff. Und gerade mit den unteren hier habe ich mich am Ende dann echt gequält, also mit meinem Rathaus 10 hier in der Liga und auch mit den kleinen Elbern und so. Da verging mir dann am Ende wirklich so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, ein bisschen die Lust am Ganzen. Aber nichtsdestotrotz haben wir das hier gut durchgeboxt. Auch an der Stelle hier lieben Dank für die, die hier extra reingekommen sind. Vielleicht bleibt ja der ein oder andere. Wir wollen hier wieder Clan-Kriege spielen. Clan-Level 10 sind wir übrigens geworden. Also Totus Bande ist jetzt nicht mehr hier so Clan-Level 7 oder sowas. Nein, wir sind auch Clan-Level 10 mittlerweile. Und da geht es halt um die Max-Spenden, um die meisten Truppen, die du spenden kannst und so weiter. Und natürlich auch um die +2, wenn du Truppen spendest, die dann hochgehen. Je nachdem nach Rathaus-Level, was du dann halt aufnehmen kannst. Aber von 16 bis 10 haben wir halt auch mittlerweile, haben wir ja auch 16er drin gehabt und 15er. Meine ich, weiß das nicht ganz. Aber haben eine ganz coole Liga gespielt, fand ich jetzt. Und das wollte ich auf jeden Fall festhalten, bevor die Clankriege wieder losgehen. Und natürlich das morgendliche oder das heutige Event. So muss man es ja sagen, je nachdem wann die Videofolge rauskommt. Und bin ich auch mal gespannt drauf, um was es da eigentlich geht. Ich meine, es geht natürlich um eine neue epische Ausrüstung für den Wächter. Also nicht wie viele angenommen haben für die Gladiatoren, sondern für den Wächter. Und da bin ich auch mal drauf gespannt. Aber erstmal ein bisschen die Liga sacken lassen, Leute, denn das war schon Kampf und Krampf hier an allen Ecken. Aber naja, wer hätte es gedacht, dass es am Ende eigentlich ein schöner Clankrieg hier war, beziehungsweise eine, nur doch so gar nicht mehr, oh, dass es immer wieder kommt. Dass es nicht einmal reicht, wenn das kommt, ne? Das ist echt. Sag mal, habe ich hier nur gedreiert oder was? Ja, guck mal, Nachtschatten hat auch. Guck mal, der kann das auch. Der kann das auch. Und 16 auf 16, ihr seht, das ist sogar gegenüber hier. Allerdings von Rathaus Level 12 auf Rathaus Level 13 muss halt durch. Schön die Lücke hier in der Base gesehen. Und dann erst gar nicht. Man macht sich dann auch. Warte mal, war das der Angriff hier? Nardo hat auch noch gefunden. Ah ja, genau, da setzt er dann halt alles ohne Blimp. Kann man dann ja auch machen. Ja, lässt man einfach die Blimp weg. Ich meine, die kannst du dann nicht mehr nutzen. Ja, sie wäre dann ja, eigentlich kann man sie doch noch nutzen. Sie wäre dann halt nur leer, ne? Weil die Druckmasse ja gesetzt, aber damit du die, wenn du die ganze Klamburg ja schon gesetzt hast, dann kannst du natürlich das Luftschiff nicht mehr nehmen oder den Zeppelin nicht nochmal nehmen. Und aber schön hier aus dem Mittel alles rausbekommen, bekommt den Adler allerdings nicht mehr. Naja, wir haben den Angriff, glaube ich, auch live gesehen gehabt. In den Livestreams am Wochenende, die waren auch ziemlich nice. Das heißt, eigentlich waren sie gar nicht mal so nice aus meiner Sicht. Chroma hat hier viel übernommen, weil es mir halt doch
immer am Ende des Tages nicht mehr ganz so schick ging. Am Tag oder im Tage merkt man das gar nicht so, aber wenn dann abends ein bisschen runterkommst und so, dann merkt man doch irgendwo, dass noch ein bisschen Defizit da ist und man doch ein bisschen schlapper ist, als man eigentlich meint. Aber ich denke, war trotzdem eine ganz coole Sache und wird auf jeden Fall weiter so gemacht wie bisher. So, jetzt muss ich mal gucken, wo er hier eigentlich vorgekommen ist. Da hinten sind noch zwei Helden, ja. Okay, das ist natürlich sehr nervig. Kommt aber erstmal von der Seite, wo der Adler steht. Multi Inferno. Und ich weiß jetzt gar nicht, was er da unten eigentlich gemacht hatte. Nächster Hund müsste eigentlich gleich kommen. Da kommt er. Liegt einen ganz weiten Weg hier erstmal auf die Luftabwehr noch zusätzlich, um die mit zu tanken. Und danach schafft er das. Ja, dann fliegt er. Der fliegt auf jeden Fall weiter und zieht auch den Adler auf sich. Das ist eine richtig coole Sache. Getimt war das sicherlich nicht. Aber habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass gerade der ausgerechnete Lava-Hund den Adler tankt hier, weil der hat natürlich massive Trefferpunkte und geht dann nicht von einem Schlag kaputt. Jo, guck mal, der Angriff war zu Ende. Also schöner vierter Platz hier. Gutes Banner. Und danke an die hier mitgekämpft haben, von auswärts oder von extern. Es gab hier noch keinen Bonus, den muss ich nachher mal verteilen. Mal sehen. Einige werden hier jetzt sicherlich ihre Helden schlafen legen. Und das ist ja meistens so nach einer Ligawoche. Viele haben dann erstmal ein bisschen Ressourcen angesammelt, machen dann weiter Helden. Und nur in dem großen Bereich, im Ratus 15 und 16 Bereich, bin ich auch selber eigentlich so immer dabei, dass ich keine Helden mache, sondern ich mache dann dort einfach CKs weiter. Aber so wie ich weiß, Uschi macht auch weiter, die ist Max hier, die muss noch so ein paar Sachen machen und dann geht das hier auf jeden Fall weiter. Gehen wir mal zu Frito-Lay. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht, Leute? Wir sind aufgestiegen in die Meisterliga hier, hurra! Herzlichen Glückwunsch hier an den Clan Frito-Play, sehr sehr schön, auch da lieben Dank an die, die von extern hier mitgekämpft haben. Obwohl wir eigentlich eine ziemlich große Truppe sind hier bei Free2Play. Ich glaube, wir haben die Liga hier wieder komplett mit unseren Leuten gespielt. Allerdings der ein oder andere, kein Angriff. Hier war es leider wieder so, dass wir ein bisschen kompensieren mussten. Aber am Ende haben wir die Gruppe hier ziemlich heftig dominiert. Wir haben alle Clankriege gewonnen, soweit ich weiß. Auch gegen Holiday Home. Die waren die ganze Zeit eigentlich vor uns. Haben die dann abgehangen, nachdem wir die auch geschlagen hatten. Und so sind wir hier mit 553 Sternen und einer Zerstörung von 18.108%. Das sind auch nochmal fast 2.500% mehr als der Zweite hat. Also ziemlich starker Erster geworden, obwohl wir auch oben, wir sind natürlich oben etwas stärker ergänzt worden von Tutachman Nuna. Gucken wir uns gleich auch seine Attacke an. Und hatten dementsprechend nicht nur einen 16er oben, den wir sonst hier so gehabt haben mit Kohn der Barbar, sondern hatten, glaube ich, zwei oder drei 16er mittlerweile hier oben. Aber so ist das normal, es geht ja auch immer ein bisschen weiter. Und deswegen finde ich, dass es auf jeden Fall für einen Clan Free-to-Play verdient ist, hier in Meister 3 jetzt mitzuspielen. Es gibt ja nochmal mehr Medaillen, aber die Gegner werden natürlich nicht einfacher. Aber ich denke mal, wir haben hier eine super, super Woche gespielt mit allen Charakteren ab Rathaus Level, ich glaube 12. War ganz, ganz unten noch bei uns, also wir haben eine 30er gespielt und spielen das auch weiter eine 30er. Aber auch da sah es eigentlich immer sehr, sehr gut aus. Wir haben natürlich hier auch nicht richtig viel dippen können. Also hier lief ganz, ganz viel auf den Gegenüber. Ich würde fast sogar sagen, zu 90% wurden hier die Gegenüber gemacht. Das ist natürlich auch ein bisschen der Absprache schuldig, die hier bei uns die Kommunikation ist manchmal nicht ganz so heftig. Wir sind halt ein ganz, ganz stiller Clan. Hier arbeiten viele, haben Familie und dann redet man hier nicht. Ich wollte gerade sagen, labert man hier nicht viel, sondern dann redet man gar nicht mal so viel, sondern macht seine Attacken. Man weiß ja, wie die anderen in etwa ticken. Und dementsprechend gab es ja auch die ganze Woche kein Beef. Ich meine, ist dann immer nur ärgerlich für die oder um die herum, die dann gar nicht mehr angreifen oder gar nicht mehr angegriffen haben oder auch gar nichts sagen vor allen Dingen. Ja, das wird dann von allen irgendwie stillschweigend hingenommen und das ist dann halt so scheinbar, aber ist natürlich absolut nicht der richtige Weg. Ich meine, wenn man mal nicht angreift, Leute, sagt das doch ruhig. Sagt einfach, habe ich nicht angegriffen, Pech gehabt, tut mir leid, nächstes Mal wieder. Ja? Und
dann reißt auch keiner den Kopf ab oder sowas. Das macht hier sowieso keiner, aber schöne Attacke hier von Tutanchamun. Scheint mir irgendwie so ein Gott halt zu sein. Aber hier sind ja viele Götter drin. Vor allem der große King hier. King, go! Wer macht eigentlich den Inferno hier noch weg? Okay, Jack. Jack macht den Inferno noch weg. Und hier unten, okay, das sind ja sehr echt, die letzten beiden Truppen gewesen. Jack und der Jedi hier. Wo muss Jack noch hin? Der Jedi ist da oben hin mit zwei Truppis. Mir gar nicht so auch so bewusst geworden, aber ich meine, guck mal an, Jagd 1, 2, 3 gegen eine Max Mauer, zack, auf. Und der Magierturm gibt alles, allerdings, Alter, oh, der Yeti Might hat auch noch Mites hinten im Basket, also in seinem Korb drin. Und entweder ist er schon angehittet hier, nee, der ist nicht angehittet. Okay, der Magierturm schafft nur Jagd noch. Aber den Yeti nicht mehr. Sehr krasser Angriff, okay. Hatte ich gar nicht auf der Spur, dass der so ultra knapp war. Aber jetzt kommt es ja nochmal hier. Ja, jetzt kommt es nochmal. Wir sind in Meisterliga 3 aufgestiegen. Also nochmal Glückwunsch und vielen Dank an alle, die mit hier dabei waren. Beziehungsweise die hier mitgekämpft haben. Die ganzen 7 Tage. Und das ist, würde ich sagen, wenn ihr das so seht, wirklich heftig die Masse. Legolas da unten ist erst eingetauscht worden, der konnte keine 7 Angriffe machen, aber Jakob ist dann getauscht worden, sieht man auch. Und Solomon haben wir dann auch irgendwann rausgeworfen, beziehungsweise, ich meine, ne, letztendlich haben wir gar nicht so viel versäumt, sondern haben am Anfang gleich gut getauscht und sind hier glorreicher Erster geworden. Die Herausforderer haben aber auch Klankrieg gespielt. Und wer hätte das gedacht? Ich glaube, das hatte niemand auf der Fahne, dass wir in Champions League 2 aufgestiegen sind. Einen richtigen herzlichen Glückwunsch hier an den Clan und vielen lieben Dank an die, die daran beteiligt waren, auch von extern. Also ganz, ganz kranke Woche hier beim Clan Herausforderer. So gut wie, also ganz, ganz wenig Angriffe nicht gemacht. Wir konnten super durchtauschen. Waren, glaube ich, knappe 15, 16 Leute. 16 waren wir, glaube ich. Und haben hier richtig, ich würd mal sagen, richtig, richtig geballert. Deswegen hießen die Streams auch, wir ballern die CWL. Also richtig kranke Sache hier. Und wir haben auch hier, glaube ich, so wie ich das mich noch dran erinnern kann, alle Clankriege gewonnen. Das heißt, wir konnten 11-mal noch Bonus vergeben. Und wenn du dann auch noch 2 dabei hast, die nicht angegriffen haben, die haben halt keinen Bonus gekriegt, dann hat hier fast jeder Bonus bekommen. Und das ist richtig krank, muss ich sagen. Das ist wirklich, wirklich, richtig, richtig krass. Und aber alle haben hier heftig abgeliefert. Ich muss mal gucken, wer hier richtig toll abgeliefert hat. Ich glaube, Sparking hat ja am meisten abgeliefert. Clan. Daneben am Martin und Sparking, okay, die beiden noch, da ging es nur noch um 2% Zerstörung mehr, alles klar. Aber ein 21er hat ja halt noch keiner hingelegt, das ist auch, das wäre jetzt auch heftig übertrieben. Aber 3 Leute oben mit 20 Sternen bei 7 Tagen und 3 Angriffen, also das ist schon fast Full House hier. Und das riecht natürlich nach Aufstieg, keine Frage. Saß dann auch irgendwann, war der Aufstieg auch nicht mehr, sagen wir mal so, nicht mehr zu nehmen. An einer gewissen Stelle, da wussten wir, dass wir eigentlich nur die Ergebnisse durchbringen müssen und gar nicht mehr unbedingt so die 3 Sterne machen müssen. Im letzten Clankrieg, okay, da war es nochmal ultra, ultra, ultra knapp und ultra spannend, aber selbst den hätten wir verlieren können. Mit einem verlorenen wären wir dann auch noch aufgestiegen, aber so war es nochmal ein glückliches Ende, denn wir haben dort ein Unentschieden nochmal rausgespielt gegen den letzten Clan hier und haben nach Prozenten gewonnen. War wirklich eine ultra knappe Sache. Aber ich meine, gewonnen ist gewonnen. Gab dann halt nochmal einen Bonus mehr drauf und deswegen 11-mal Bonus verteilen hier. War schon richtig, richtig krass. Und mit Elektrodrachen hier, der Maximus schön gesetzt. Ich habe eben noch ein Video von den Shorts von Judas Lurke gesehen, wie man die Elektrodrachen am besten setzt und den Blutzauber Schatten einberechnet und. Hat hier aber echt ein super, super Passing hier in die Base rein. Also wirklich ganz krank hier in die Mitte rein. Und mit 2 Zaubern, mit 2 Umwucherungszauber, so heißen sie ja, geht das hier rein. Und die ganze Defense träumt natürlich jetzt erstmal so vor sich hin. Nur der Adler lebt noch, also der muss auf jeden Fall weg. Felsenwerfer hier mit rein, sehr nette Idee und jetzt sind die anderen Defenses auch wieder aktiv, aber die müssen sich also auch erstmal erholen, müssen erstmal ein Ziel anpeilen und die Zeit haben natürlich die Drachen genutzt, um ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Also gerade mit dem Zauber kannst du die E-Drachen natürlich richtig, richtig
tief hier in so eine Base reindrücken, wie wir das gerade bei Maximus gesehen haben. Und dann werden wir sicherlich auch die Truppe jetzt wieder häufiger sehen. Allerdings glaube ich, jetzt im Event werden erstmal alle, wir werden jetzt erstmal etliche Wochen nur diese komischen anderen Drachen wahrscheinlich sehen, die super Drachen, ne? Die Super Drachen. Und denn wenn man die spielt, bekommt man, glaube ich, noch ein bisschen mehr von dieser komischen Währung, die es neu reingibt. Ich bin da auch mal gespannt, weiß noch nicht genau, was kommt, denn ich nehme jetzt heute noch am Sonntag auf und den finde ich immer sehr witzig. Gladiator in Eile, schnell macht die Base fertig, aber echt krass gemacht, schöner Angriff hier und schöne Woche vor allen Dingen. Also nochmal vielen, vielen Dank an alle Beteiligten hier in allen drei Clans, die hier von extern unterstützt haben. Das war wirklich eine coole Sache und ich glaube, diesmal hat es sich echt gelohnt. Das war einer der besten Ligen oder einer der besten Ligawoche, die wir überhaupt bisher gespielt haben. Nicht, weil wir aufgestiegen sind, sondern auch, weil das ganze Gefühl rundherum wirklich, wirklich passte. Und deswegen bin ich unheimlich stolz auf alle drei Clans hier, dass das so ausgegangen ist. Ich habe ja mal gar nicht so schlecht hier abgegriffen. Ich habe auch zwei Dreier, glaube ich. Guck mal, 16 Sterne. Das mache ich auch nicht jeden. Das mache ich auch nicht jede Liga. Muss ich ganz klar sagen. Und aber es gab halt auch richtig schön viele Medaillen. Danke auch nochmal für den Bonus. Und danke, wie gesagt, an die, die extern dabei sind. Wir haben ein paar angekündigte Nachrichten, warum habe ich noch nicht gelesen. Ich spiele keine Clan-starke Liga, Leute. So sehe ich das auch. Sind so ein paar Anekdoten hier, aber gerade was im Chat abgeht mit diesen angepinnten Nachrichten, kannst du natürlich richtig, richtig viel machen. Wenn euch die Folge gefallen hat von Ligaaufstieg und ihr wollt mehr von mir sehen, dann würde ich sagen, abonnieren, einfach den Kanal, am Kanal dranbleiben, das Video hier liken und dann sehen wir uns in weiteren Videos und Livestreams. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, coolen Wochenstart, euer Toto. Clash.